Denkst du, Karl Middleton ist aktuell stark? Ja, ich habe mit der ein paar Games gemacht, habe jedes Game verloren, aber hat sich sehr stark angefühlt. Also im Endeffekt kann ich dir nicht wirklich was sagen. Also ich glaube, Jungle ist halt so broken, dass wahrscheinlich Karl Middleton sehr gut sein sollte, ja. Ja, du brauchst halt ganz unbedingt einen Jungler, den du buffen kannst. Also jetzt von Karl Clear Speed in der Preseason. Also sehr viel besser geworden, ne? So sehr gut. Das macht den Champion extrem stark. Weil das seine Hauptschwäche war. Wenn es so scheiße, dass Jungle so broken ist, jetzt wo du mal keinen Jungle spielst. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, Jungle war schon lange nicht mehr so broken. Das ist irgendwie 2 oder 3 Jahre her, dass Jungle so krass broken war. Das letzte Mal, dass so broken war, war als Jungle, also diese komplette Full-Clear-Meta mit Nidalee und Graves und so. Das war das letzte Mal, dass Jungle so broken war. Parbus in der Prime League ohne Team, das habe ich auch gesehen, aber so ist ja auch. Kann halt passieren, ne? Das kann halt passieren. Ich glaube, bei Pabo ist ja eine Sache, dass du ihm eine Wohnung oder halt ein Gaming-Haus besorgen musst, ne? Deswegen ist er, glaube ich, halt, was kostentechnisch angeht, sehr hoch. Pick a Tank Top and Jungle Strongside Bot, please, thank you. Das schreibt was? Unser Support. It's loser queue for me, so my top will probably go 0-10. Sind Leute wirklich so dumm und denken, dass loser queue wirklich existiert? Also, jetzt mal ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Du könntest Leuten einfach alles glauben lassen, oder? Actually, komm, wir gehen ohne Karma. Komm, wir gehen ohne Karma. Warte mal, geht Magifix Ravenous oder Ingenious? Ich hab's actually fucking vergessen. Ich glaube, es war Ingenious, aber ich muss mal nochmal nachschauen. Also, es wurde nicht Lulu gehen. Oh mein Gott, warum hab ich Karma gepickt? Warum hab ich Karma gepickt, wenn wir Lulu gehen? Warte mal. Er geht Resolve. Natürlich geht er Resolve. Natürlich geht er Resolve. Was ist das? Syndra? Das war ein Support? Okay. Wenn eine Sache, die mich stört, ist, dass wir gegen Kayn spielen und der Double an der Shield Pen gehen kann. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, fein. Also das Matchup ist eigentlich ziemlich einfach, wenn wir Unterstützung im Jungle haben. Wenn wir, also pures 1v1 gewinnt sie einfach irgendwann. Vor allem mit Conqueror. Also müssen wir gucken. Wait, ist das Kayn Toplane? The fuck is this shit? 30 seconds until minions spawn. Ich bin so reported! Ich war mich gerade. Ich war nicht ready. Ich war nicht an meiner Maus. Und dem Pull. Zeckerin. The fuck? Keine Ahnung, wer das sein soll, aber schau mal. Hi. None will question our resolve. Was habe ich dabei? Oh mein Gott, ich habe Bone Plating dabei. Most useless one ever. Also ich würde mal jetzt behaupten, die Schwerin wird mich nicht ganken. Ich meine, sie spielt Ghost. Honestly, ich glaube, sie könnte sogar. Jetzt hat anyways, was macht mein Jungler? Okay, wir haben verloren. Legit, wir haben verloren. Wir können nicht gewinnen. Mein Jungler geht, also hat Pull Red genommen, um dann Raptoren Second zu machen. Es ist nicht winnable. Es ist unmöglich zu gewinnen. Außer Riven gewinnt random die Red Lane oder so, aber. Es ist legit impossible. Er hat noch nie in seinem Leben gejungelt und ich habe einen Pick genommen, nur für ihn. Was passiert hier? Okay, winnable. Winnable. Aber warum? Hätte ich geimpft jetzt? Warum laufen wir nicht? What the fuck?
Ah! Herr Kerem, was? Du machst jetzt nicht die Krabbe! Sekiro macht mir so Sorgen. Wie kann jemand so schlecht sein? Okay, Midwave ist absolut insane. Ich glaube, okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, 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 wir haben gewonnen. Herr Kerem kann kacke sein, wie es geht. Wir haben gewonnen. Es ist sowieso, wer hat Trapthorn into Collapse gemacht? Mate! Ich habe einfach Schmerzen, ich kann da nicht hingucken. Hake. Hake. Was? Warum machen wir jetzt nicht den Dragon? Excuse me, sir? Alter, er kommt nur, um die Platte zu scheren? Was soll das? Ich hasse diesen Hackerim einfach so sehr. Was soll das eigentlich? Ich würde sowas niemals machen. Nie in meinem ganzen Leben würde ich sowas tun. Der kann nicht so bad sein auf der Elo. Doch, doch, das ist nicht so eine hohe Elo. Actually, wir hatten Schredes. Ah, nein, wir haben eine Lulu. Master Elo kann schon sehr bad sein. Achtung. Er hat geghostet. Okay, wir haben gewonnen, Guys. Ich glaube, wir haben gewonnen. Die ist komplett tilted, die Katarina. Go. Oder? Nicht, dass ich jetzt hier backseat, aber das heißt, don't get dope, ne? Ja, zieh mich ran. So, perfektes Einheim. Schön Kills auf AD Carry. Let's go. Well done, guys. You're all good. Das ist so traurig, dieses Ghost-Ding. Schon zweimal Kill nicht bekommen wegen Flash. So, was machst du jetzt mit dem letzten? Den kennen wir, den willst du nicht, ne? Die kriegst du auch nicht. Ich will meinen Kennen, wir den aber haben. Mehr als ich die Katarina haben möchte. Okay, der ist geflasht. Das macht nicht so viel Mana. Was macht der Hackerin schon wieder? Ach, das ist so bad! Er ist so schlecht! Oh mein Gott, der hat Ghost gezündet! Für nichts! Harry, der nicht top lane.
Oh mein Gott. Ach. Okay, it's fine. Ist in Ordnung, ist fine. Nicht so schlimm. Das ist sehr riskant. Sie muss vorhin laufen. Okay, nice. I became loser Q myself. Aha, also ich muss exhausten. Shimano tut mir so leid, das muss so disgusting sein für sie. Oh nein! Lulu! Gute Ultra-Gramm. Bitte nimm den fucking Dragon, statt mir meine Platten und Wave wegzunehmen, was soll das? Junge, ich brauche dich doch dafür nicht! Was ist dies? Okay, huge. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Lulu, hilf! Nice try, mate. Das Michael hat ihn gerettet, ne? Ich hab's zum Healen benutzt. Der Kane so. Kane so, mein Champion. Ich hätte vielleicht einen anderen Champion nehmen sollen mit Anti-Shield. Warum benutzt du deine. Okay, so randomly. Being fat is healthy. Was? Okay, alles klar. Wenn das so ist, ne? Na, wenn das so ist. Wie dumm sind sie? Schaffst du es, Lulu? All in. Oh? Nice Red Buff. Giga Chat Karma. Also wenn in diesem Game nicht First Item Anti-Shield geht, dann tut mir einfach nur leid, honestly. Also Anti-Shield Items, nicht Serpent Fang. Serpent Fang. Okay. Also ich meine, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, an dem Punkt, wenn die Katarina in die Lane verletzt, ist es schon GG. Auch egal, was der Hecarim tut, der Hecarim ist absolut disturbing gewesen, als Jungle-Perspektive. Und haben wir denn... Alright. Okay. I mean, obviously sollte ich vielleicht nicht so viel Karma spielen, weil Karma ist ein bisschen cheating. Aber hat mal gut getan. Eine Runde actually, also zu hart carryen. So. Ich hab die ganze Map gecarried, right? Hat actually mal gut getan. Ausnahmsweise.